34 junge Bands haben es geschafft. Sie dürfen auf der Kieler Wochebühne auftreten. Unsere Redaktion hat einer der Gewinnerbands einen Besuch abgestattet. Ein Beitrag von Sandra Kimme, Sandra Gripp und Torben Olsen. Auch in diesem Jahr hatte die Kieler Jugend wieder die Chance, das Line-up der jungen Bühne auf der Kieler Woche mitzubestimmen und beim offenen Voting im Jugendtreff Ellerbeck ihre Lieblingsband zu wählen. Diesmal nahmen so viele Bands wie nie zuvor teil, wie uns Burkhard Richard vom Kieler Jugendring erzählt. Wir haben hier dementsprechend irgendwie heute über 100 Bands, die sich beworben haben und die hier abgespielt werden. Und es sind über 200 Jugendliche hier heute Abend gekommen und haben dementsprechend irgendwie dafür irgendwie Interesse gezeigt. Und es läuft hier gerade noch mittendrin. Und heute entscheidet sich auch, welche von den Bands irgendwie auch auf der Kieler Woche nachher spielen. Bestimmt, welche 32 Bands dieses Jahr auf der Kieler Woche auf der Jugendbühne spielen dürfen. 34 höre ich gerade. Noch besser. Noch besser. Das wurde jetzt nochmal erhöht. TV, Live, Kiel und Freddy haben es geschafft. Sie treten im Sommer mit ihrer Band Farbe Lila auf der Jugendbühne auf. In ihrem Proberaum sprechen die Jungs mit uns über das Bandvoting und über ihren kommenden Auftritt auf der jungen Bühne. Also warum ich da besonders gerne hingehe, ist einfach, dass man so viele Leute da trifft, weil man gerade in der Szene drin ist und irgendwie viele andere Bands da kennt. Das ist einfach immer so ein Treffpunkt, man trifft alle anderen, sieht die alle wieder, kann sich absprechen, plant die Termine für das Jahr, einfach super. Diesmal war es das erste Mal ein bisschen größer. Letztes Mal wurde es ja ein bisschen überrannt, da konnte gar keiner sitzen, da standen dann alle. Aber es wird immer besser. Da beim Bandvoting nur eine Minute aus einem Song abgespielt wird, ist es wichtig, eine gute Auswahl zu treffen, um die Zuhörer von seiner Musik zu überzeugen. Ja, also wichtig ist da, dass man was sehr Typisches von der Band, also jetzt von unserer Band, haben wir versucht, was Tanzbares reinzubringen, damit die Zuschauer eben sehen, dass, was wir sind. In Bezug auf die Idee des offenen Votings sind die Jungs jedoch eher gespaltener Meinung. Wenn das weniger Bands wären, finde ich das gut, dass es so mit offenem Voting ist, dass jede Band irgendwie eine Stimme hat. Aber bei so vielen Bands wie dieses Jahr war es irgendwie ziemlich schwierig. Denn es hat mega lange gedauert, erstens. Und zweitens, da verliert man auch immer den Überblick. Die Band freut sich auf ihren Auftritt im Sommer und hofft darauf, viele neue Leute mit ihrer Musik begeistern zu können. Ich denke mal, dass wir da einfach nur hingehen, um halt Fans zu gewinnen, dass die Leute unsere Musik hören, dazu tanzen können, uns gut finden und vielleicht auch auf mehr Konzerte kommen. Wenn ihr Farbe Lila und die anderen Gewinnerbands live sehen wollt, dann kommt einfach zur jungen Bühne auf der Kieler Woche 2010.